Hallo Joachim, nach 2 Tagen mit Höchstständen des DAX waren wir wirklich gespannt auf das heutige Ergebnis unserer Sentimenterhebung. Wie analysierst du denn die Zahlen von heute? Nun, so auf den ersten Blick könnte man ja meinen, naja, da haben wir die Präsidentschaftswahlen in Frankreich gehabt in der ersten Runde. Das ist alles gut gegangen. Der DAX springt nach oben am Montag, eine Eröffnungslücke von 200 Punkten, dann mehrfach neue Höchststände, neue Rekordstände. Denkt man natürlich, da sind viele dran beteiligt gewesen. Aber diejenigen, die wir jede Woche befragen, sind es offensichtlich nicht gewesen. Unsere institutionellen Marktteilnehmer, die sind nämlich von dem ganz, ganz leichten, schmalen Optimismus der Vorwoche in Pessimismus sogar zurückgegangen. Und zwar hat sich die Veränderung auf der Grafik wie folgt dargestellt. Wenn wir uns die Grafik mal angucken, dann sehen wir also einen Rückgang des Börse Frankfurt Sentiment Index um 7 Punkte auf einen Stand von minus 1. Und das heißt also, der leichte Optimismus ist weg. Wir haben also anstatt Käufe, haben wir Verkäufe gesehen. Das heißt, man hat also hier doch offensichtlich sich gedacht, naja, die Märkte sind überbewertet, die deutschen Aktien sind überbewertet. Dann kommt noch diese Höhenluft dazu, die neuen Rekordstände. Und das alles hat also nicht dazu geführt, dass hier tatsächlich die große Kaufwelle stattgefunden hat. Gucken wir uns mal die Privatanleger an. Die Privatanlegergrafik sieht ähnlich aus. Hier haben wir einen Rückgang von 6 Punkten gehabt, auf einen Stand von minus 4. Das heißt, auch hier eine ganz ähnliche Verhaltensweise. Gerade bei den Privatanlegern hätte ich eigentlich gedacht, dass wir hier eher Käufe sehen. Es ist insgesamt ein bisschen überraschend, aber dann letztlich doch verständlich. Man möchte hier nicht in die Situation hineinkommen, praktisch den höchsten Kurs aller Zeiten gekauft zu haben beim DAX und anschließend fällt man hinten runter, weil es zu Korrekturen kommt. Das ist also diese ganze Geschichte etwas anders ausgefallen, als ich es auch erwartet hatte. Ich habe gedacht, da gibt es den einen oder anderen Kauf, den Notkauf, die Panik, die Kapitulation. Aber jetzt muss man sich wirklich die Frage stellen, wer hat denn dann tatsächlich gekauft? Das sind zum einen vermutlich kurzfristig orientierte Marktteilnehmer gewesen, also vor allen Dingen diejenigen, die sich kurzfristig auf der Optionsseite nach unten abgesichert haben. Die mussten natürlich zugreifen, die mussten praktisch ihre Verluste realisieren aus der Absicherung. Und dann haben wir natürlich theoretisch die ausländische Nachfrage, aber die war in der vergangenen Woche schon sehr, sehr hoch gewesen. Ich glaube nicht, dass die Ausländer in großem Maße daran beteiligt waren, an diesem Kurssprung. Und unterm Strich haben wir natürlich eine Situation vorliegen, wo es für den DAX eigentlich nicht richtig schlecht und nicht richtig gut aussieht. Aber wir wissen eines, dass die inländischen Marktteilnehmer hier natürlich auf einen Rücksetzer warten. Ein Rücksetzer heißt hier 3 bis 4% nach unten muss es gehen von gemessen 12.460 Punkten. Das heißt also, dann würden diese Marktteilnehmer zugreifen, weil es dann relativ billig aussieht. Und auf der anderen Seite wird natürlich der ein oder andere gezwungen sein, falls wir aus dem Inland zum Beispiel langfristige Nachfrage von Anlegern bekommen, die wir nicht in den Panels haben, falls wir also hochgehen sollten, so nochmal 200, 300 Punkte, dann wäre natürlich der ein oder andere gezwungen, hier dann doch einzusteigen, in Notbremse zu ziehen, nicht mehr auf fallende Kurse zu setzen. Und alles in allem bringt das dann unterm Strich zumindest eine leichte Nachfragesituation aus dem Inland heraus.